Es sieht aus wie Sand und es ist auch Sand, aber aus dem kostbarsten Material der Welt, nämlich aus Gold. Und ich betrachte es schon als ein Privileg, dass ich das ein bisschen schürfen darf. Wir befinden uns hier nicht in der Bank von England oder in Fort Knox in den Vereinigten Staaten, sondern im Tresorraum der Allgemeinen Gold- und Silberscheideanstalt in Pforzheim, einer der größten in Europa. Hier werden 38 Tonnen Gold pro Jahr raffiniert. Und wenn man hier so ein Brötchen mal in die Hand nimmt, 12,5 Kilo schwer, dann gebietet das schon Ehrfurcht. Immerhin ist Gold der Traum der Menschen von Reichtum, Glück und Wohlstand. Aber Gold hat natürlich auch was Magisches und was Mythisches. Es fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden. Es ist mehr als alles andere ein Symbol für Reichtum und Macht. Gold. Von seinem Mythos leben die großen Konzerne, Händler und Abenteurer, die weltweit danach suchen. Wir kennen es als Schmuck und Verzierung, aber das ist längst nicht alles, was man über das Edelmetall wissen sollte. Wir stellen sie vor, die sechs verblüffendsten Fakten zu Gold, dem schillerndsten Material der Welt. Es gibt weniger Gold, als man denkt. Die großen Goldabbaugebiete liegen in den USA, Australien und der Russischen Föderation. Aber das meiste Gold wird in den unterirdischen Minen von Südafrika gewonnen. Der weltweite Bestand an Gold ist aber verblüffend gering. Alles abgebaute Gold der Menschheitsgeschichte wiegt nur etwas mehr als 155.000 Tonnen. Die Zahl klingt vielleicht nach sehr viel. Würde man aber alles bereits gewonnene Gold der Welt zusammengießen, sieht die Sache ganz anders aus. 155.000 Tonnen an reinem Gold ergeben einen Würfel mit einer Kantenlänge von nur 20 Metern. Erstaunlich, alles Gold der Welt ist gerade mal so groß wie ein Mehrfamilienhaus. In 6 bis 7 Jahren sollen alle bewährten Quellen erschöpft sein. Alternativen gibt es kaum. In Flussläufen findet man Gold nur in Form von sehr kleinen Nuggets. Die wahren Schätze aber sind unerreichbar. In den Meeren ist mehr Gold gelöst, als jemals im Bergbau gefördert wurde. Rentabel gewinnen kann man es aber nicht. Noch schlechter sieht es beim Asteroiden Eros aus. Auch in ihm schlummern tonnenweise Gold. Zu weit entfernt. Den Goldpreis legen nur 5 Personen fest. In London legen 2-mal am Tag Vertreter der 5 wichtigsten Handelsgesellschaften den Goldpreis fest. Per Videokonferenz klären sie mit Großhändlern und Kunden in aller Welt, wie es aktuell um Angebot und Nachfrage steht. Erst nach diesen Verhandlungen entscheiden die 5 über den Preis, der in Dollar für eine Feinunze angegeben wird. Eine Feinunze wiegt 31,1 Gramm. Der Dollar ist schwach. Das Misstrauen gegenüber Banken und Währungen gewachsen. Gold wird als stabile Kapitalanlage angesehen. Die erhöhte Nachfrage ließ den Preis in den letzten 7 Jahren steil ansteigen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Gold ist nicht gleich Gold. Der meiste Schmuck besteht nicht aus reinem Gold, sondern wird mit anderen Metallen wie Silber und Kupfer verschmolzen. Beim sogenannten 333er Gold besteht der Gewichtsanteil nur aus 33,3% reinem Gold. 585er hat einen Anteil von 58,5%. 999er ist pures Gold. Davon ist man aber bei diesem Goldmann weit entfernt. Der Oscar besteht aus einem massiven Nickel-Kupfer-Silberkörper, der lediglich mit einer hauchdünnen Goldschicht überzogen wird. Materialwert schlappe 200 Euro. Nur etwas teurer ist die olympische Goldmedaille. Sie enthält zum Großteil Silber und nur 6 Gramm Gold. Der Fußball-WM-Pokal aus 750er Gold kostet da schon mehr. Die Kopie für den Weltmeister immerhin 34.000 Euro. Schrott ist manchmal Gold wert. Was haben diese kaputten Fernseher und Computer gemeinsam? Sie sind nichts mehr wert. Oder doch? Die Platinen haben es in sich. Drähte und Verbindungen aus Gold. Zugegeben, im Elektroschrott stecken nur minimale Bruchteile an Gold. Aber die Masse macht's.
Nach der Zerkleinerung der einzelnen Bausteine und einer sorgfältigen Sortierung des Geschredderten bleiben die unterschiedlichsten Metalle über. Auch Gold. Zusammen mit anderem Material wie Zahngold oder altem Schmuck schmelzen Goldschmiede es ein, damit später etwas Neues daraus entstehen kann. Jedes Jahr werden auf diese Weise ca. 900 Tonnen Gold recycelt. Wo steckt eigentlich der größte Goldschatz? Die Totenmaske des ägyptischen Königs Tutanchamun ist wahrscheinlich der historisch wichtigste Goldschatz. Den bisher größten Schatz auf dem Meeresgrund fand der Amerikaner Tommy Thompson Ende der 80er Jahre. Aus dem Wrack des Raddampfers SS Central America barg er Gold im Wert von über 680 Millionen Euro. Der allergrößte Schatz der Welt liegt aber in der Federal Reserve Bank in New York. Hier lagern die Reserven der USA und einiger anderer Staaten. Streng bewacht. Sagenhafte 8.000 Tonnen Gold für 170 Milliarden Euro. Noch verblüffender ist aber, dass der zweitgrößte Schatz der Welt in der Deutschen Bundesbank liegt. Hier stapeln sich über 3.400 Tonnen Goldbarren. Zu sehen bekommen die aber nur die wenigsten. Hier wird gerade ein 12,5 Kilo Barren gegossen, umgerechnet eine Viertelmillion Euro. Gold ist rar, aber selbst von diesem Rohstoff kann es manchmal zu viel geben. Als die spanischen Konquistadoren die Indianerreiche in Peru und Mexiko ausgeraubt hatten und den goldenen Plunder nach Europa verfrachtet, gab es dort eine große Inflation. Das könnte genauso passieren, wenn Fort Knox in Amerika auf einmal sein Gold verkauft oder die Bundesbank in Deutschland oder der Züricher Finanzplatz. In diesem riesigen Trommelofen hier hinter mir wird natürlich kein Altgold mehr recycelt, sondern da geht es um andere Materialien, zum Beispiel um Stanzreste aus der Elektronikindustrie. In den Trommelofen gehen 5 Tonnen hinein und die Ausbeute an Gold sind dann 2,5 Kilo. Aber das lohnt sich immer noch bei dem hohen Goldpreis von heute. Gold aus Abfällen. Dieses Wunder vollbringt man hier, in der größten Scheideanstalt Deutschlands, der Allgemeinen in Pforzheim. 18 Tonnen Gold werden hier pro Jahr recycelt, aus Edelmetallabfällen. Dr. Jörg Beuers ist Herr über all die Goldbarren, Bleche, Ringe und Stangen, die hier entstehen. Wir sind hier jetzt im Allerheiligsten, unserem Allerheiligsten, unserem Edelmetalltresor. Das ist schon ganz schön schwierig, die Tür aufzukriegen. Mehrere tausend Kilo, allein die Tür, gut gesichert. Normalerweise darf da gar keiner rein, aber ausnahmsweise machen wir mal eine Ausnahme. Und hier sehen Sie jetzt unsere Schätze. Die Schätze, die unseren Edelmetallbestand darstellen. Ein Wert ungefähr 7, 8 Millionen Euro. Natürlich ist nicht der Tresor die erste Station in der Scheideanstalt, sondern dieser Raum hier, die Goldannahme. Per Post und Kurier schicken zum Beispiel Goldschmiede ihre Edelmetallabfälle nach Pforzheim. Die werden recycelt. Man holt das Gold wieder heraus. Die Goldschmiede bekommen dafür Gold für ihre eigene Arbeit oder Geld. Der scheinbare Dreck in der weißen Dose ist Gold- und Silberstaub, sogenannte Feilung, die bei der Schmuckherstellung entsteht. Eine ganz andere Art von Abfall kommt von Zahnärzten und Dentallaboren. Ahnen Sie schon, was da jetzt drin ist? Wissen Sie schon? Ist wie bei wie an Weihnachten. Ich schätze, es ist Zahngold, Dentalgold. Ja. Diese alten Kronen und Füllungen wiegen 3 Kilo. Das Gold, das darin steckt, ist ca. 20.000 Euro wert. Aber auf Schätzungen verlässt man sich ja nicht. Alles geht ganz genau. Die Edelmetallabfälle jedes einzelnen Kunden werden aufs Milligramm genau abgewogen und kommen jeweils in eine extra Plastikbox. Sie werden gleich in der Scheidgutschmelze eingeschmolzen. Manchmal fällt das den Mitarbeitern gar nicht so leicht. Ja, die jährliche Nachfrage nach Gold liegt bei ungefähr 3.600 Tonnen auf der Welt.
Nur 2700 Tonnen etwa kommen direkt aus Bergwerken oder aus Fördergebieten. Und der Rest muss dann durch Recyclingmaterial aufgefüllt werden. Recyclingmaterial wie zum Beispiel Familienschmuck oder Altschmuck, der nicht nur von Juwelieren abgegeben wird, sondern auch von Privatleuten, die dann hin und wieder mal Geld brauchen. Manchmal sind es ganz filigrane Sachen und da tut es einem fast weh, das einzuschmelzen. Doch Mitleid hin oder her, dieser alte Schmuck, die Feilung und die Zahnkronen werden gleich erhitzt, samt der Zähne, die noch dranhängen. In jedem der Kästchen ist der Edelmetallabfall eines Kunden. Der Arbeiter schmilzt immer nur den Inhalt eines Kästchens ein und stellt daraus gleich einen Barren her. Jeder Kunde hat danach einen eigenen Barren, jeder Barren ein anderes Gewicht. Das Problem? Der Schmuck hier in der Schmelze besteht nie aus purem Gold. Was hier eingeschmolzen wird, ist ein Mischmasch aus verschiedenen Metallen, manchmal auch Kunststoffen und Zähnen. Bei 1100 Grad verbrennen zwar Zähne und Kunststoffe nicht, aber unedle Metalle wie Kupfer oder Messing. Der Barren, den der Arbeiter hier gießt, ist also kein reiner Goldbarren. Obenauf ist Schlacke, sie wird abgegossen. Aber wie holt man das Gold jetzt aus diesem Barren wieder heraus? Das kommt gleich. Erst einmal muss man herausfinden, wie viel Gold überhaupt in dem Barren steckt. Darum wird er angebohrt. Man braucht die Späne, die dabei entstehen. Sie werden gleich im Labor auf ihren Goldgehalt untersucht. Die Späne wandern in ein Tütchen. Ein Tütchen pro Barren. Und das kommt ins Labor. Die Chemiker dort geben die Späne für 10 Minuten in diesen kleinen Probeofen. Zusammen mit Blei und dem Salz Borax. Beides sorgt dafür, dass bei 1300 Grad die unerwünschten Metalle verbrennen. Übrig bleiben nur Silber, Platin und Gold. So sieht das dann aus. Um ans Gold zu kommen, wird das Kügelchen in Salpetersäure gekocht. Silber und Platin lösen sich dabei auf. Das Gold setzt sich unten ab. Das braune Bröckchen im Glas ist das Gold, das in den Spänen steckte. Sein Gewicht wird umgerechnet auf das Gewicht des Barren. Und schon weiß man, wie viel Gold in jedem dieser Barren steckt. Jetzt können die Barren verschiedener Kunden zusammen eingeschmolzen werden. Man weiß ja jetzt, wie viel Gold in jedem enthalten ist. Das wird dem Kunden gutgeschrieben. Am Ende bekommt er den Gegenwert seines Barren in Form von Gold oder Geld wieder ausbezahlt. 300 Kilo Gewicht haben alle diese Barren zusammen. 60% davon sind Gold. Das muss jetzt irgendwie herausgeholt werden. Die Arbeiter machen deshalb aus den Barren erst einmal Granulat. Warum? Das kommt später. Das ist Schlacke. Sie wird nicht weggeworfen, denn auch sie enthält noch Gold und wird später noch einmal eingeschmolzen. Durch dieses Sieb soll das flüssige Metall gleich laufen. Das Sieb ist glühend heiß. Andernfalls würde das Metall zu schnell abkühlen und in den Löchern verklumpen. Sobald das flüssige Metall auf das kalte Wasser trifft, zerfällt jeder einzelne Strahl in kleine Tröpfchen und die erstarren zu Mini-Nuggets, zu Granulat. Völlig unspektakulär, wie Bausand, sieht das Granulat aus, wenn es fertig ist. Doch das Gold, das darin steckt, hat den Wert von 1 Million Euro.
Hier in der Feinscheidung holt man es endgültig heraus. Und zwar mit Hilfe hochgradig ätzender Säuren. Ein Chemieverarbeiter schaufelt das Granulat in Salzsäure. Granulat bietet viel mehr Angriffsfläche für die Säure als die kompakten Barren. Genau das wollte man erreichen. Der Arbeiter achtet peinlich genau darauf, dass keines der teuren Körnchen draußen bleibt. In diesen Kessel, den sogenannten Reaktor, kommen nach und nach 900 Liter Salpetersäure zur Salzsäure. Beide zusammen werden zu sogenanntem Königswasser. Das sorgt dafür, dass das Gold im Granulat flüssig wird. Ebenso wie Kupfer oder Zink. Silber nicht. Es sinkt nach unten. In einem zweiten Reaktor kommt ein Spezialsalz hinzu. Es führt dazu, dass das Gold ausfällt, wie der Fachmann sagt. Es wird zu einer Art Sand. Man hat auf diese Weise reinstes Gold gewonnen. Aber auch dem Sand sieht man nicht an, wie wertvoll er ist. Daraus soll einmal ein 50.000 Euro teurer Luxusring werden. Aber wie? Erst einmal wird der teure Goldsand erneut eingeschmolzen. Die Hitze bewirkt eine chemische Reaktion und die sorgt dafür, dass sich der rote Sand gleich in schimmerndes Gold verwandeln wird. Wieder stellen die Männer Mini-Nuggets her. Sie lassen das flüssige Gold durch ein glühend heißes Sieb laufen. Solche Nuggets lassen sich leichter weiterverarbeiten und besser dosieren als große Barren. Für die Schmuckherstellung eignet sich dieses reine Gold aber nicht, dafür ist es noch viel zu weich. Der Beweis? Dieses Goldplättchen aus 999,9%igem Gold lässt sich einfach mit dem Fingernagel zerkratzen. Daraus kann man keinen Luxusring herstellen. Darum mischt man hier in der sogenannten Halbzeugproduktion andere Edelmetalle zum Gold. Platin, Kupfer oder wie hier Silber. Je nachdem, was der jeweilige Goldschmied bestellt hat. Auf diese Weise wird das Gold härter. Je mehr reines Gold die Mischung enthält, desto teurer ist das Material, das herauskommt. .333er Gold besteht nur zu 33,3% aus Gold, der Rest Kupfer und Silber. .585er Gold besteht zu 58,5% aus reinem Gold. Den höchsten Goldanteil hat 750er Gold mit 75%. Diese teure Mischung entsteht hier gerade durch einen Schmelzprozess. Daraus wird bald der Luxusring für 50.000 Euro. In dieser sogenannten Strangussanlage wird dickes Goldblech produziert. Der Metallbalken dient dazu, das geschmolzene Gold gleich aus der Maschine zu ziehen. 900 Grad sind erreicht, das sagt dem Schmelzer, die Legierung ist fertig zum Gießen. Die Anlage wird gekippt, das geschmolzene Gold erstarrt in der Maschine und wird von dem Metallbalken Stück für Stück herausgezogen. Das hier ist übrigens Gelbgold. Man unterscheidet drei Goldfarben: Gelbgold, Rotgold und Weißgold. Gelbgold bekommt man, wenn man reines Gold mit Silber und Kupfer mischt. Rotgold besteht aus reinem Gold und Kupfer. Weißgold entsteht, wenn man Palladium dazu gibt. Unser Gelbgoldblech hat jetzt noch 600 Grad und wird im Wasser gekühlt und dadurch ausgehärtet. Für die Schmuckherstellung ist es allerdings noch zu massiv und zu dick. Hier bekommt das Gold die Form, mit der Goldschmiede arbeiten können. Mit einem Druck von 2 Tonnen wird es millimeterdünn gewalzt. Darauf wartet der Goldschmied in Düsseldorf schon dringend. Ebenso wie auf diesen sogenannten Goldfaden.
Beides wird sich gleich in einen 50.000 Euro teuren Luxusring verwandeln. Per Kurier verlässt das Gold jetzt die Scheideanstalt. Beim Verlassen des Geländes herrschen strenge Sicherheitsvorschriften. Es gibt stichprobenartig Kontrollen bei allen Mitarbeitern, auch beim Vorstand. Wenn die Mitarbeiter nach der Schicht das Werk verlassen, muss jeder durch eine Zufallskontrolle. Es ist klar, dass man mit so einem Edelmetallbarren nicht durch die Zufallskontrolle kommt. Bei diesem kleinen Granulat, Goldgranulat, prüfen wir mal die Zuverlässigkeit unseres Systems aus. Dr. Boyers hat das Körnchen in einer seiner Taschen versteckt. Wird man es finden? Und? Hat es erwischt? Hat mich erwischt. Man sieht, dass man selbst die kleinsten Mengen an Metall aufspüren kann und das Werk damit nicht verlassen kann. Am nächsten Tag ist das Gold in der Luxusgoldschmiede. Werkstattleiter Ulrich Plücker arbeitet an dem 50.000 Euro teuren Ring. Er fertigt gerade die Kugeln, die als Verzierung obendrauf sollen. Dafür sägt er einen Kreis aus dem Goldblech aus der Scheideanstalt. Mithilfe dieser Form, der sogenannten Kugelanke und der Kugelpunze, verwandelt er den Kreis in eine Halbkugel. Das macht er zweimal hintereinander. Beide Halbkugeln fixiert er mit Draht und erhitzt sie dann. Die Hitze macht das Metall geschmeidiger und weicher für die Weiterverarbeitung. Mit der Pinzette wird das Lötgold an die richtige Stelle gebracht. Lötgold hat eine niedrigere Schmelztemperatur als Gold und eignet sich als eine Art unsichtbarer Klebstoff. So wird aus zwei Halbkugeln eine perfekte Kugel. Die Kugel wird durchbohrt. In einige dieser Löcher kommen gleich Rubine und Brillanten. Das hier ist ein Brillant, nicht etwa ein Diamant. Mit Hämmern, nicht etwa mit Klebstoff, befestigt man den Brillanten. Man fasst ihn, sagt der Fachmann. Der Hammer darf dabei nur den Goldrand treffen. Er könnte den Brillanten zerstören. Hier entsteht gerade der Teil des Rings, in dem der Finger steckt. Schiene nennt das der Goldschmied. Mit der Ringbiegemaschine biegt ihn Ulrich Plücker in die richtige Form und Größe. Die überstehenden Teile sägt er ab. Die Schnittstelle wird auch hier mit Goldlot verlötet. Jetzt kann die durchlöcherte Kugel auf den Ring. Fehlt nur noch polieren. Luxusschmuckdesigner Georg Hornemann ist sehr zufrieden mit der Arbeit seines Goldschmieds. Und mit seinem eigenen Entwurf. Der Krügerrand ist zwar die berühmteste Anlagemünze der Welt, aber sie wurde erst seit 1967 geprägt. Der darauf abgebildete Ohm Krüger hat seinerzeit als Präsident seiner kleinen Burenrepublik in Südafrika schon 1890 Münzen prägen lassen. Dafür hat er zwei Maschinen in Berlin bestellt, von denen eine hier ist und die funktioniert immer noch, wie uns Jakob jetzt beweist. It's your turn, Jakob. Die südafrikanische Münzprägeanstalt in Centurion. Hochsicherheitsbereich. Zutritt strengstens verboten. Ohne Ausnahmegenehmigung kommt hier niemand rein. Mit einer Kamera erst recht nicht. Top Secret. Im Haupttresor liegt ein Schatz, das Gold für den Krügerrand. Wie viel Edelmetall hier tatsächlich aufbewahrt wird, wissen selbst die Arbeiter nicht, die das Gold tagtäglich im Allerheiligsten der Prägeanstalt abholen. Ein Teil des Schatzes liegt in dieser Kiste. Wert in Euro eine hohe sechsstellige Summe, mindestens. Granulat, Stanzreste, Fehlprägungen, Gold aus der gestrigen Produktion. Produktionsleiter Laurenz van Niekerk trifft die letzten Vorbereitungen, überprüft die Wasserzufuhr für Kühlung in der Stranggussanlage.
Das Gold kommt nun wieder in den Schmelzofen. Maximales Fassungsvermögen 10 Kilogramm. Gold schmilzt bei exakt 1064 Grad Celsius. Jedoch muss die Temperatur im Schmelzofen höher liegen. Das sorgt für eine gleichbleibende Qualität und dafür, dass der Strangguss nicht ins Stocken gerät. Wir schmelzen hier 22-karätiges Gold. Die Temperatur beträgt 1150 Grad, liegt also über dem eigentlichen Schmelzpunkt. Nachdem das Gold eingeschmolzen ist, wird es auf 600 Grad heruntergekühlt. Dann schneiden wir daraus etwa 1 Meter lange Streifen. Diese werden dann in einem weiteren Arbeitsschritt auf die passende Dicke ausgewalzt. Das ist notwendig, um später daraus dann die Rohlinge ausstanzen zu können. Auch die Münzen, die durch die strengen Qualitätskontrollen fallen, wandern in den Schmelzofen. Insgesamt 40 Kilogramm Gold am Tag, abhängig von der weltweiten Nachfrage. Und die ist enorm. Normalerweise schmelzen wir einmal am Tag. Wir recyceln unser gesamtes Material. So wie diese Stanzreste hier. Die Überreste der gestrigen Produktion werden eingesammelt und wieder eingeschmolzen. Und kommen, wie unsere Münzen, nachdem sie runtergekühlt worden sind, als Goldstränge aus dem Ofen. Ein Schnitt an der richtigen Stelle. Perfekt. Fast unscheinbar matt sieht das Endresultat aus. Die Oberfläche vom Guss gezeichnet. Es fehlt der Glanz. Für diesen Job gibt es keine Maschinen. Reine Handarbeit. Strang für Strang. Denn das Gold ist in dieser Produktionsphase noch relativ empfindlich. Viel Feingefühl, ein spezielles Putzmittel und immer wieder Wasser sind nötig, um letzte Produktionsreste zu entfernen. Kleinste Partikel könnten die Oberfläche zerkratzen und damit den Goldstrang unbrauchbar für die weitere Verarbeitung machen. Auf Hochglanz gebracht, allerdings noch etwas zu dick, kommen die Goldstränge nun unter die Walze. Exakt 2,25 mm müssen noch runter. Dabei dürfen auch hier keine Fremdpartikel auf die Goldoberfläche gelangen. Immer wieder durch die Walze. So lange, bis die Streifen die gewünschte Dicke haben. Bereits jetzt gut erkennbar die leicht rötliche Färbung des Goldes. Dem Edelmetall werden 8,3% Kupfer beigemischt. Eine Besonderheit des Krügerrandes. Doch dazu später mehr. Zunächst stanzt ein Arbeiter aus den Goldstreifen runde Scheiben aus. Durchmesser der Münzrohlinge exakt 32,96 mm. Maßarbeit. Nächste Station für die Rohlinge, die Waschstraße. Letzte Möglichkeit, die Münzen vor der eigentlichen Prägung mit Hilfe von rostfreien Stahlkugeln herauszuputzen. In einer speziell angefertigten Waschtrommel gibt's nun die Hochglanzpolitur. Ein 3-Stunden-Marathon, eine spezielle Seifenlauge sorgt für den letzten Schliff, den unverwechselbaren Glanz. Die Waschtrommel, übrigens eine Anlage aus Deutschland, wie fast alle Geräte in der südafrikanischen Münze. Waschen, polieren, trocknen. Das Komplettprogramm haben die Rohlinge jetzt hinter sich gebracht. Auf dem Laufband erstrahlen sie dann erstmalig in voller Pracht. Danach geht's für die Rohlinge zum ersten Mal auf die Waage. Genau 17,175 Kilogramm Gold. Bereits jetzt sind die Goldstücke echte Hochkaräter. Allerdings noch unscheinbar und keine richtigen Krügerränder. Erst durch die Prägung werden die Münzen richtig wertvoll. Damit die einzelnen Rohlinge nicht zusammenkleben und während der Prägung hängen bleiben, bekommen die Münzen eine letzte Ölung. Dann wird die automatische Prägemaschine mit ihnen bestückt. Mit einem Gewicht von 230 Tonnen drückt der Stempel den Rohlingen nun das Krügerrandmotiv auf. Für alle Zeit. Unverkennbar. Keine halbe Sekunde dauert das.
Nur ein Wimpernschlag, fertig ist die Wertanlage für die Ewigkeit. Dabei ist nicht alles Gold, was hier so glänzt. Schließlich besteht der Krügerrand nur zu etwa 92% aus Gold, der Rest Kupfer. Für den unverwechselbaren rötlichen Schimmer, aber auch um das Material härter und damit die Münzen kratzfester zu machen. Hinten das südafrikanische Wappentier, der Springbok. Vorne Paul Krüger, erster Präsident der Burenrepublik Transvaal. Eine letzte Kontrolle des Durchmessers. Fertig. Doch es geht noch akribischer. Ein Mitarbeiter der Münze bereitet die manuelle Prägemaschine auf ihren Einsatz vor. Franz von Plessis erledigt dabei einen ganz besonderen Job. Er stellt die zertifizierten Krügerränder her. It's now your turn. Please print us one, Franz. Jetzt habe ich hier also 1200 Euro in der Hand. Gold als sichere Wertanlage in unsicheren Finanzzeiten. Etwa 54 Millionen Krügerränder sind derzeit im Umlauf, weltweit. Die Münzen sind gefragt. Das war nicht immer so. Die Europäische Gemeinschaft und die USA verhängten zwischen 1986 und 1999 ein Einfuhrverbot für den Krügerrand. Grund: die Regierungspolitik der Rassentrennung in Südafrika. Doch das ist vorbei. Geschichte. Auch für die Arbeiter in der Münze von Centurion. In dieser unscheinbaren blauen Kiste verbirgt sich ein wahrer Goldschatz. Genauer gesagt 420 Kilogramm Gold, das Ergebnis von 2 Tagen in der Münze von Südafrika. Bevor dieser Krügerrand jedoch geprägt wird, muss das Gold dafür ja auch gefunden werden. Wie das passiert, das zeigen wir Ihnen gleich. Das Rolltor geht zu. Absolute Dunkelheit. Mit einer Geschwindigkeit von 65 Kilometern pro Stunde rast der Fahrstuhl durch den Schacht. Wir sind in der tiefsten Goldmine der Welt unterwegs. Vorläufige Endstation 2850 Meter unter dem kleinen Ort Carltonville. Hier beginnen die Versorgungsschächte, ein weit verzweigtes unterirdisches Netz an Gängen und Stollen. Von hier läuft der Nachschub für die Bergleute, die im Vortrieb in 3900 Metern Tiefe das goldhaltige Gestein abbauen. Die Arbeit hier unten ist nicht nur schweißtreibend. Trotz ausgeklügelter Kühlsysteme liegen die Temperaturen bei mehr als 30 Grad, sondern auch gefährlich. Die Stollen sind eng, Steinschlag, Erdstöße. Die Minenbetreiber versuchen, das Risiko zu minimieren. Ganz auszuschließen ist es für die insgesamt 6000 Bergleute hier unten aber nicht. Warnschilder weisen immer wieder auf mögliche Gefahren hin. Die Mponeng-Goldmine ist nicht nur die tiefste Goldmine der Welt, sie ist auch eine der sichersten und eine der produktivsten in Südafrika. Über die Jahre haben wir festgestellt, dass paradoxerweise die produktivsten Teams auch die sichersten sind. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Sicherheit und Produktivität. Sicherheit ist unser wichtigstes Gut. Wenn die Arbeit in der Goldmine nicht sicher ist, dann wird sie nicht ausgeführt. Jeder hat das Recht, die Arbeit abzubrechen, wenn er sich unten unsicher fühlt. Umgerechnet 500 Euro verdient ein Kumpel im Monat plus Prämie. Verletzt sich ein Bergmann in der Goldmine, wird dem gesamten Team der Bonus in Höhe eines Monatsgehalts gestrichen. Bei einem schweren Arbeitsunfall würde das Bergwerk mehrere Tage geschlossen. Das hieße weniger Gold und damit weniger Gewinn für die Minenbetreiber. Im letzten Jahr haben wir 550.000 Unzen Gold gefördert. Das sind etwa 16,8 Tonnen. Wenn wir das auf einen Tag umrechnen, kommen wir auf etwa 60 Kilogramm Gold pro Tag. Andere Minen im Großraum von Johannesburg sind weit weniger produktiv. Lukrativ ist der Abbau des Edelmetalls, aber trotzdem. 5 Uhr morgens. Schichtbeginn in Taulekoa, einer von 26 Goldminen rund um Johannesburg. Seit 15 Jahren wird hier das gelbe Edelmetall gefördert. 1500 Kumpel fahren täglich ein. Für Schichtleiter Dennis Kent ist jeder Tag eine neue Herausforderung. Zu seinem Trupp gehören 150 Männer. Jeden Morgen müssen sie das schwere Arbeitsgerät in die Stollen schaffen. Ein Knochenjob. Wer nicht absolut fit ist, hält hier nicht durch.
Die Temperatur liegt bei 35 Grad, die Luftfeuchtigkeit bei nahezu 100%. Ständig besteht die Gefahr, dass ein Schacht einstürzt. Die Minen von Johannesburg sind die tiefsten der Welt. Dieser Stollen liegt 1300 Meter unter der Erde. Vor wenigen Stunden wurde hier gesprengt. Jetzt bauen die Männer das Gestein mit Hilfe von Wasser ab. Eine Methode, die Taulekoa zur modernsten Mine Südafrikas macht. Was im Moment geschieht, ist die Reinigung der Stollen. Das ist nach jeder Sprengung so. Dazu verwenden wir sogenannte Waterjets, die mit 180 Bar arbeiten. Danach müssen wir die Stollen abstützen. Trotz moderner Technik, noch immer sichern Holzpfähle die Stollen. Bis zu 40 Kilo wiegen die Stämme. Mühsam müssen die Männer sie in den schrägen Stollen nach oben schaffen. Das goldhaltige Gestein ist ein schmaler Streifen. Er verläuft nur von hier bis hier, etwa 1,50 Meter breit. Dieser Flöz reicht bis in 1650 Meter, dem tiefsten Punkt dieser Mine. Nach der Reinigung des Gesteins steht die nächste Sprengung an. Der Sprengmeister markiert die Stellen, die Waterjets treiben anschließend 1 Meter tiefe Sprenglöcher in den Fels. Die Zeit drängt. In den nächsten Stunden müssen rund 200 Sprenglöcher entstehen. Wir sterben hier drin fast vor Hitze. Die Schicht dauert 8 Stunden und man kann sich kaum ausruhen. Wenn wir da nicht als Team zusammenarbeiten, haben wir keine Chance. Überall im Flöz sind goldene Spuren zu sehen. Um an 1 Gramm Gold zu kommen, müssen in Taulekoa 200 Kilo Gestein gesprengt werden. Die Bohrlöcher werden mit dieselgetränktem Kunstdünger gefüllt. Ein Sprengstoff, der auch bei hoher Luftfeuchtigkeit zündet. Die Sirene ertönt. Die Mine wird geräumt. Alle Kumpel machen sich auf den Weg nach draußen. Für sie ist die Schicht zu Ende. 8 Stunden harter Arbeit liegen hinter ihnen. Unter Tage gehen gleich 250 Kilo Sprengstoff hoch. Tonnen Gestein sprengen die Bergmänner in Taulekoa pro Tag. In den Tunneln unter Tage verkehren kleine Kipper. Über Aufzüge gelangt das Gestein an die Oberfläche und wird anschließend in die 10 Kilometer entfernte Verarbeitungsanlage transportiert. Um das Gold vom Gestein zu trennen, wird es hier mechanisch und chemisch bearbeitet. Züge liefern das Gestein an. Jeder der Waggons, sogenannte Hoppers, hat 500 Tonnen geladen. Von nun an verläuft der Prozess der Goldgewinnung vollautomatisch. Arbeiter greifen nur ein, wenn Probleme auftreten. Im Mahlwerk wird dem wertvollen Gestein Wasser beigemischt. Riesige Waschtrommeln zermahlen die Steine anschließend. Die dabei entstehende goldhaltige Schlacke wird in offene Tanks gepumpt. Trotz aller Forschungen, noch immer müssen die Chemiker bei der Weiterverarbeitung hochgiftige Substanzen einsetzen. Dieser Prozess ist einer der wichtigsten bei der Goldgewinnung. Wir fügen Cyanid bei, um das Gold von der Schlacke zu lösen. Es folgen eine Reihe weiterer chemischer Prozesse. Dabei werden die Goldpartikel immer mehr von dem Schlamm getrennt. Übrig bleibt Goldstaub. Dieser wird in großen Brennöfen eingeschmolzen. Endlich kann das erste Gold gegossen werden. Noch ist es nicht besonders rein. Der Goldgehalt liegt jetzt bei etwa 85%. Der Rest sind Silber und andere Metalle. Geheimtransporte bringen die Barren zur Veredelung nach Johannesburg. Vor allem wegen des Goldes leben heute 4 Millionen Menschen in der Metropole. Noch vor 100 Jahren war die Region unbesiedelt. Schier unerschöpfliche Goldvorräte sind der Grund für die explosionsartige Besiedelung. Die gesamte Stadt ist unterhöhlt. An der Oberfläche zeugen riesige Abraumhalden vom Reichtum in der Tiefe. Berge von Gestein, zermahlen und von chemischen Substanzen ausgelaugt. Die Rand Refinery in Johannesburg ist die größte Goldveredelungsfabrik der Welt. Über diese Förderbänder wandert die gesamte Produktion der südafrikanischen Goldminen.
Nach der Anlieferung werden die Barren sorgsam gewogen und auf ihren Goldgehalt untersucht. Kameras überwachen jeden Handgriff der 300 Mitarbeiter. Ob hier trotzdem gestohlen wird, bleibt Firmengeheimnis. Zur Weiterverarbeitung der noch unreinen Goldbarren werden die Hochöfen bis auf eine Temperatur von 1063 Grad aufgeheizt, der Schmelzpunkt von Gold. Wieder kommt Chemie zum Einsatz. Chlor wird beigemischt. Es beginnt ein chemischer Prozess. Das Gold setzt sich am Boden ab, die übrigen Edelmetalle treiben an die Oberfläche und können abgeschöpft werden. Die Hitze ist für die Männer kaum erträglich. Gasmasken schützen sie vor den giftigen Chlordämpfen. Dann ist es soweit. Reines Gold fließt aus dem Hochofen. In der über 80-jährigen Geschichte der Rand Refinery hat sich am Veredelungsprozess nichts verändert. Das flüssige Gold wird noch immer per Hand abgefüllt und in vorgeheizte Formen gegossen. Ein Gasbrenner beseitigt die letzten Verunreinigungen. 400 Feinunzen wiegt ein Barren, rund 12,5 Kilogramm. Im Wasserbad kühlt der Barren innerhalb weniger Sekunden von über 1000 auf 20 Grad ab. Pures Gold. Jeder Barren hat eine Feinheit von 999,99. Gold in seiner reinsten Form.